Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge SnowRunner. Wie in der letzten Folge versprochen, werden wir heute den Bausattelanhänger zur Talsperre bringen. Am Bohrplatz müssen wir den abliefern. Und ja, wir haben einiges an Weg vor uns. Wir verlieren nicht viel Zeit und legen gleich los. Einmal die Handbremse raus, den Motor an und auf geht die wilde Fahrt. Moment, ich muss mir das hier natürlich noch abstecken. So grob. So, hier lang. Könnten auch hier runterfahren, aber das ist mir ein bisschen heikel. Dann über die Brücke, die wir ja instand gesetzt haben, hier durch. Na, das wird schon nicht ohne. Und das hier ist noch das einfachere Stück. Ich bin echt gespannt, wie wir das Ganze dann durch den Stausee bekommen werden. Also, das wird auf jeden Fall nicht ohne werden. Der Weg runter ins Wasser. Das wird das Problem werden. Durch den Stausee durch, denke ich, das wird das kleinere Übel. Aber runter Richtung Wasser, das wird schon ja nicht ohne. Wie gesagt, bin gespannt. Also ich übernehme keine Haftung für gar nichts. Wenn wir das Ding hier in den Sand setzen, ich hoffe nicht, dass wir dann alles wieder von vorne fahren müssen. Ah, das ist schon brutal, ne? Also Riesenteil. Aber die letzte Mission hier in Michigan soll natürlich auch die schwierigste sein, ne? Wäre schlecht, wenn wir hier irgendwie so eine Pille-Palle-Mission hätten. Ist übrigens früher Morgen. Der Nebel liegt noch über der Landschaft. Oh, wir kommen ja auch noch ganz gut ohne Allrad durch. Mir hat auch einer unter das letzte Video geschrieben, er hat den Bausattelanhänger hier, jetzt machen wir mal Allrad an, versucht den Weg lang zu fahren, den ich in der letzten Folge gefahren bin. Und er ist kläglich gescheitert. Und dann hat er ihn durch den See durchgezogen. Und er war erstaunt, wie einfach das doch war. Also ich bin echt gespannt. Und mir wurde berichtet, dass es in der Beta möglich ist, also in der Beta des nächsten Patches, möglich ist, mehrere Speicherstände anzulegen. Und das wäre echt ein Fortschritt, weil nur ein Speicherstand hier, das ist schon echt irgendwie doof. Weil das, was man fährt, ist auch automatisch gleich abgespeichert. Wenn ich jetzt das Spiel verlasse, also man kann hier kein Spiel laden, man kann nur weiterspielen. Und das ist schon echt irgendwie. Ich mach mal Licht an. Irgendwie ist noch ziemlich dunkel. Wo hängen wir denn jetzt? Hängen wir? Wo hängen wir denn? Hänge ich an der Oberleitung? Nee. Hä? Okay. Zeit für die Winde. Okay, das war nichts. Müssen wir uns hier dran ziehen. So. Ich weiß gar nicht, wo wir hängen, aber wir hängen. So, Winde lösen. Problem ist halt die enorme Größe dieses Aufliegers. Das, wird es dunkel? Eigentlich hatte ich morgen. Ich möchte jetzt nicht in der Nacht fahren. Wir spulen mal vor. Bisschen cheaten, nein. Das ist ja, gehört ja zum Spiel dazu, dass man vorspulen kann. Ich möchte jetzt hier nicht in der Nacht fahren. Das ist für euch doof. Ich glaube auch für die Mission. Jetzt kommt die nächste enge Stelle. Bisschen Schaden. Ist nicht so schlimm, hatte ich ja auch schon gesagt. Also das merkt man nicht wirklich. Eieiei.
so klappt. Eieiei. Der passt hier gerade so durch. Hier stehen noch die Überbleibsel unserer Brückenreparatur. Hängen wir jetzt da unten. Mist. Doch, wir haben hier einen Windpunkt. Na, da vorne kommen wir nicht dran. Müssen wir wieder mit dem Hänger ziehen. Mich kribbelt's in der Nase. Das ist blöd. Niesen wollte ich jetzt nicht unbedingt im Video. Aber wenn es kommt, dann kommt's. Muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. Warum hat er sich jetzt abgehangen? Was ist denn jetzt los? Anhänger steht zu weit weg. Was? Warum hat er sich jetzt abgehangen? Komisch. Einfach von selbst abgehangen. Finde ich jetzt nicht so lustig. Schon wieder. Hey. Ich muss doch hier rum. Kannst dich doch nicht einfach abhängen. Boah, wie komme ich denn hier rum? Das ist aber wirklich echt nicht ohne. Oh, oh, oh. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn hier rumkommen? Hm. Nicht gut. So, jetzt kommen wir nochmal an und fahren nochmal rückwärts. So. Jetzt müssen wir nochmal einmal ein bisschen weiter ausholen. So. Das gibt's doch nicht. Kommen wir hier gar nicht rum? Ich meine, wo sollen wir sonst lang? Das kann ja echt lustig werden. Das gibt's doch nicht. Das ist ja total albern. Moment. Winde dran. Das funktioniert auch nicht. Wo soll man denn sonst lang fahren? Man kann doch nur hier lang. Aber ich komme hier nicht rum. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass das hier schon... So. Eieiei, das ist aber weder lustig noch irgendwas anderes. Ich hoffe, wir kriegen die Karre jetzt hier. Na, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Jetzt habe ich aber kurz gedacht, die Fahrt wäre schon zu Ende. Wie gesagt, das Problem ist einfach diese unfassbare Größe.
des Aufliegers. Wir haben schon so viel Sprit verblasen. Naja, zur Not, ich habe meinen Azov noch da drüben geparkt am Bohrplatz. Der könnte nochmal Sprit bringen. So, jetzt hoffe ich aber und glaube auch, dass wir fürs Erste das Gröbste hinter uns haben. So, jetzt hier rechts. Angst habe ich halt wirklich, dass uns das Teil drüben an der Talsperre, an diesem Steilhang, einfach umkippt. Der Steilhang ist nämlich nicht schnurgerade, sondern echt viele Unebenheiten drin. Boah, der frisst aber auch Sprit. Wir haben gleich schon 100 Liter verbraucht. Und ich habe halt echt die Befürchtung, wenn wir hier umkippen, dass wir auch die anderen Sachen da wieder hinbringen müssen, wenn wir die Aufgabe neu starten. Dass das nicht nur der Bausattelanhänger ist, der dann zurückgesetzt wird, sondern alles. Und das wäre dann wirklich so eine Sache, wo ich sagen würde, nee, also dann geht es erstmal sofort rüber nach Alaska. Weil das alles nochmal zu machen, das hat jetzt echt viel Zeit gekostet. Aber zur Not können wir uns ja mit dem Pacific P-16 auch noch rausziehen. Aus dem Schlamassel, je nachdem was passiert. Ein Kran drauf und uns da irgendwie nochmal retten. Es sei denn, wir laden das Ganze in den See ab. Dann glaube ich nicht, dass es irgendeine Rettung gibt. So. Das hätten wir schon mal geschafft. Etappe 1 quasi. Einmal hier auf Drummond Island. Oh, oh, oh. So. Okay. Einmal rüber zur Talsperre. 77.600 Liter Sprit im Jahr. Das ist natürlich auch eine Menge Holz. So, das können wir überspringen. Jetzt stecken wir uns hier auch ab. Der Weg ist nicht weit, ne? Also wir müssen nur hier runter und da rüber. Aber, wie gesagt, das ist natürlich ein massiver Steilhang. So. Allrad gleich an. Und hier ist auch echt die Gefahr, dass wir hier umkippen. Weil hier ist, ihr seht das. Ich bleib mal kurz stehen und gehe mal in die Innenansicht. Na, man sieht das gar nicht so richtig. Hier ist echt Umkippgefahr vom Feinsten. Deswegen schön langsam. Oh, das ist hier rechts zum Beispiel die Mulde. Da möchte ich nicht unbedingt reinfahren. Halten uns mal eher hier links. Ich weiß gar nicht, ob das im Video so rüberkommt. Ah, guck mal auf den Spritverbrauch. Jetzt geht's, aber eben. Der hat halt echt zu schaffen hier, der Pacific. Oh, 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 oh. Da seht ihr, was ich meine. Jetzt darunter. Und einmal da vorne rüber.
Das macht doch kein Mensch in echt. Aber wir können hier mal ein schönes Foto machen. Selbst mit Handbremse schiebt der einen hier runter. So. Ja, wir können natürlich uns einfach rollen lassen. Foto machen wir woanders. Das ist mir zu heikel. Nicht, dass der uns hier abrutscht. Okay. Das war dann doch einfacher als gedacht. Bis hierhin. Aber wie gesagt, jetzt darunter zum Wasser zu kommen. Ja. Wir hängen hier echt auf 7:45. Das gefällt mir gar nicht. Toll, jetzt fahren wir auch noch gegen den Baum. Schon besser. Okay. Weil guck mal, ich müsste jetzt quasi hier gerade darunter fahren. Jetzt hier so gerade darunter. Und das ist halt. Wir werden umkippen. Ich koppel mal kurz ab und zeige euch mal was. Wir können entweder hier runter, rechts am Hang lang, oder wir fahren hier einmal die Schleife. Und müssten dann hier durch. Und dann können wir hier gerade runter. Ist die Frage, erstmal, ob die Mülltonnen da umfahrbar sind. Das ist schon mal gut. Die räumen wir schon mal weg. Ist die Frage, ob wir hier vom Radius rumkommen. Ob das passt. Es bleibt keine andere Wahl, weil da am Hang gerade runter. Da werden wir umkippen, gnadenlos. Ja, die Fässer rollen durchs Haus. Müssen wir halt schön weit ausholen. Diese blöde Allergie, ne? Der Anhänger steht zu weit weg. So. So weit wie möglich ausholen. Das wird schon mal nix. Das wird nix. Was jetzt? Okay, um den Mast sind wir rum. Über den. Ja, Mist. Was jetzt? Volle Konzentration. Jetzt schön langsam.
Oh, 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 wir rutschen. Komm schon. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt hier einmal ins Wasser. Ach du liebe Güte. Ah, ich glaube, jetzt wird es Zeit für ein Foto. Muss sein. So, wie immer umständlich alles aus. Das mal kein cooles Foto ist, dann weiß ich es auch nicht. Zack. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch sachte hier durch den Stausee. Einfacher gesagt als getan. Wie gesagt, wenn der uns hier abkippt, dann war es das. Ich ahne Böses. Oh, er steht wieder gerade. Ach du lieber Gott, nee. Es ist halt echt gerade so ein Gefühl, dieses... Oh, shit. Schon ein wenig Anspannung da. Ja, Reifen. Schaden, das ist uns jetzt alles egal. Ich will einfach nur hier durch. Und das zu Ende bringen. Mist. Oh, er hat abgekoppelt. Oh, oh, oh. Windpunkte gibt es hier keine, richtig? Nein, hier gibt es gar nichts. Ja, wir sind zu tief. Wir müssen da nach links. Doch nicht. Komm schon. War da hoch. Mist. Der will nicht da hoch. Mist. Oh oh. Uiuiuiui. Ich glaube, jetzt haben wir es verkackt. Was wir noch machen könnten, ist natürlich den Anhänger lösen. Ah, die Strömung reißt uns jetzt weg hier. Ja, das war's. Nein! Komm schon. Ach. Und damit hätten wir diese Mission nicht geschafft. Ach, das ist so ärgerlich gerade. Da schwimmt mein Anhänger davon. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Wir hängen hier auf halb acht. Unser Bausattelanhänger
treibt uns davon. Ja. Und tschüss. Oh Mann, ihr merkt vielleicht, ich bin gerade echt, ja, fassungslos. Da ist er. Joa, wie gesagt, wir hängen hier auf 7:45. Kommen hier wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Da wollte ich einfach zu viel. Aber jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier Neustart. Tja, ich glaube, ich hoffe aber, okay, das ist alles noch da. Das ist schon mal sehr schön. Also wir müssen jetzt nicht nochmal neu diese Sachen holen. Ich werde das jetzt einfach so machen. Ich werde offscreen probieren, diesen Bausattelanhänger hierher zu fahren. Dann werden wir in der nächsten Folge das hier abschließen. Und dann sofort rüber nach Alaska gehen. Ja. Das ist halt auch unser geliebtes Spiel SnowRunner. Es kann nicht immer alles klappen. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tut mir leid. Ja, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mal schauen, was uns dann so Schönes passiert. Bis dahin, ciao.